Wichtige drei Punkte standen auf dem Programm des 1. FC Kölns, der am gestrigen Samstag den SV Darmstadt 98 im Müngersdorfer Stadion zu Gast hatte. Das Bekannte hier wird nicht resigniert, Banner prangte wie gewohnt vor der heimischen Südkurve ab dem Aufwärmen der Spieler und sollte abermals zusätzlich motivieren. Während auf Heimseiten Gäste aus Dortmund zu Gast waren, sollte der Gästeblock der Lilien trotz aussichtsloser Lage im Abstiegskampf wie gewohnt prall gefüllt sein. Dass dabei auch noch ein ungewohnter 0:2-Sieg herausspringen würde, hätte sicherlich nahezu jeder der mitgereisten Hessen vor der Partie so unterschrieben. So zeigten die Lilien doch tatsächlich noch ein kleines Lebenszeichen im Kampf um den Relegationsplatz in Liga 1. Für die Fans des FC war das Maß jedoch nach 90 Minuten nun aber endgültig voll, sodass bereits nach dem 0:2 Kellner raus und wir haben die Schnauze voll Rufe durchs Müngersdorf erhalten. Nachdem die Mannschaft nach Abpfiff zunächst minutenlang unter Pfiffen vor der Süd stand, sprangen gut 30 Ultras vom Zaun in den Innenraum und machten ernst. Man bat die Spieler heran, welchen im Anschluss dann auch Folge geleistet wurde. In einer deutlichen und unmissverständlichen Ansage des Vorsängers Stefan Schell versuchte man der Mannschaft noch einmal deutlich zu machen, um was es nun für den Verein geht. 4 Spiele bleiben dem FC nur noch, um die Kehrtwende herbeizuführen. Ansonsten wird es über den Sommer ziemlich düster in Köln-Müngersdorf. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.